Willkommen bei Square, dem Arte-Magazin für Ideen, Innovation und Gesellschaft. Wir beschäftigen uns erneut mit dem Thema Terrorismus, das aktuell komplexe Fragen aufwirft und nach dringenden Antworten sucht. Heute bei uns zu Gast François Burgat, Politologe und Islamforscher, und die Nahost- und NATO-Expertin Florence Gaub. Für François Burgat täuscht sich der Westen in seiner kulturellen und religiösen Analyse. Diese reiche nicht aus, die Gewalt der islamischen Radikalisierung zu erklären. Nur über eine politische Analyse können wir das Problem im Kern begreifen und lösen und das Inferno stoppen, das Bombenleger und andere grausame Attentäter verursachen. Florence Gaub analysiert die Situation und bringt ihre Überlegungen zu taktischen Gegenmaßnahmen, insbesondere in Europa, ein. Im Zentrum der Debatte steht die Meinungsfreiheit, ein eigentlich grundlegendes Menschenrecht, das je nach Land und Kultur sehr unterschiedlich interpretiert wird. Der erste Elektroschock, die erste Wahrnehmung eines bärtigen, muslimischen, aggressiven und kämpferischen Feinds war die Islamische Revolution im Iran 1979. Der zweite, die Anschläge vom 11. September 2001. Die radikalisierten Gegner der arabischen Regierungen ändern ihre Strategie. Ihr erklärter Feind ist der sogenannte ferne Feind. Er befindet sich weit außerhalb ihrer Landesgrenzen. Das Geheimnis, das ihren Regierungen, die sie als unterdrückend und illegitim empfinden, Langlebigkeit garantiert, ist die Weltordnung, sprich die Vereinigten Staaten. Anstatt sich gegen Mubarak aufzulehnen oder den König von Saudi-Arabien, richten sie ihren Hass in erster Linie gegen die USA, in zweiter gegen Europa. Es gab damals in der gesamten Region Regime, deren Verletzung der Menschenrechte wir nicht sehen wollten. Und im Gegenzug drückten die dortigen Regierungen die Augen zu, was die Mittel und Wege betraf, dank derer wir uns an den arabischen Gütern bereicherten. Der größte der zahlreichen Vorwürfe, die Bin Laden an den König von Saudi-Arabien richtete, war nicht religiöser Natur. Er sagte ihm: Du senkst bewusst die Erdölpreise, indem du eine Überproduktion förderst, und das werden wir dir nicht verzeihen. Das machst du nur, weil du im Dienst der Weltmacht stehst, die es von dir fordert. Diese Revolte und Radikalisierung, die Mitte der 90er Jahre von den arabischen Ländern auf die ganze Welt übergreift, hat also durchaus rationale Aspekte. Der Hauptunterschied zwischen Al-Qaida und dem Islamischen Staat ist nicht ideologischer Natur, sondern taktischer Natur. Sprich, Al-Qaida hat entschieden, nach ihrer Gründung 1996, den Feind da zu treffen, wo sie ihn treffen können. Terrorismus ist ja immer eine Waffe des Möglichen. Also sie suchen sich nicht erst die Waffe aus und dann das Ziel, sondern sie schauen, wo kann ich eigentlich zuschlagen, mit welchen Mitteln. Saudi-Arabien ist ein schwer kontrollierter Polizeistaat, wo also alle Arten von terroristischen oder anderen Netzwerken einfach nicht operieren können. Al-Qaida hat daraufhin entschieden, den fernen Feind treffen, und in der Hoffnung, dass sich das dann auf den nahen Feind auswirkt. Der ferne Feind war jetzt im Fall vom 11. September die Amerikaner. Die Amerikaner sind ja in Saudi-Arabien stationiert gewesen seit dem Krieg gegen Irak. Und Da hat sich Al-Qaida allgemein einer Strategie verschrieben oder einer Taktik verschrieben, die quasi auf internationale Ziele ausgerichtet ist. Der Islamische Staat hingegen konzentriert sich auf den nahen Feind. Also sprich, alle, die sie sofort im unmittelbaren Umfeld schlagen, treffen können. Das Problem liegt meiner Meinung nach in einer gewissen Kontinuität. Daran, dass wir kontinuierlich unfähig sind zu unterscheiden zwischen einer notwendigen, legitimen und repressiven Sicherheitspolitik und unseren Teil der Verantwortung zu hinterfragen, den wir hinsichtlich dieser Maschine tragen, die Bombenleger produziert. Wenn eine Bombe explodiert, lautet die repressive Antwort, den Bombenleger zu verhaften. Die politische Antwort ist, die Maschine, die den Bombenleger produziert, zu stoppen.
Was hat sich seit mehr als 10 Jahren verändert? Was ist neu und sehr beunruhigend? Bislang beschränkten sich diese terroristischen Vereinigungen auf kleine ultraradikale Gruppen, die sich vor allem auf Afghanistan konzentrierten, später auch auf andere Regionen. Es handelte sich um Extremisten, um extreme gesellschaftliche Randgruppen. Doch seit ein paar Jahren bekommen sie Rückenstärkung von bedeutenden Teilen der Bevölkerung. Seit der Islamischen Revolution und insbesondere nach den Anschlägen vom 11. September beschränkt sich die Analyse des islamistischen Radikalismus häufig auf kulturelle und religiöse Aspekte. Doch die Forderungen der Islamisten sind prioritär politischer Natur. Die Verweigerung, ihren politischen Diskurs anzuhören, hat dazu geführt, sie ausschließlich auf ideologischem Terrain zu bekämpfen und die Sicherheitsfrage voranzustellen. Eine hochriskante Strategie. Hat der Westen nicht selbst zur terroristischen Bedrohung beigetragen, indem er die Augen geschlossen hat und wirtschaftliche Prioritäten vor grundlegende Menschenrechte stellte? Ich werde mich nie an der Kultur der anderen Seite orientieren, nie sagen, die interpretieren den Koran falsch, die waren auf einer schlechten Koranschule. Nein, ich werde immer daran erinnern, dass man sich in jeder Kultur, in jeder Religion radikalisieren kann, in jeder Sprache. Wer sich radikalisieren will, findet dafür immer ein Terrain. Terrorismus ist ja die Waffe der Schwächeren und das Ziel ist, die vermutete große Menge an Unterstützern dazu bringen, nach einem Terrorattentat sich zu erheben und die große Revolution auszurufen. Das war bei Baader-Meinhof so in Deutschland, das ist auch bei ISIS so. Also immer dieses Gefühl, ich bin eine Minderheit, ich mache was ganz Spektakuläres, dann weiß die große inerte Masse, hier gibt es ein politisches Projekt, dem ihr euch anschließen müsst und dann geht's los. Wir sollten uns daran erinnern, dass eine Solidarität, der Ausdruck einer konfessionellen Solidarität oder transnationalen Ideologie, sprich, ich ziehe in den Kampf im Namen einer geteilten Solidarität, keine neue Idee ist. Das gab es bereits in unserem Zeitalter, zum Beispiel in Spanien. Doch die Antriebskraft, die große Mobilisierung, die uns interessiert, ist der Konflikt in Syrien. Der syrische Konflikt reflektiert unsere äußerst paradoxe Haltung. Wir behaupten, dass wir verhindern wollen, dass Syrer sterben, doch wir unternehmen nichts. Wir erklären der ganzen Welt, dass es nicht möglich sei, zu intervenieren. Dafür finden wir hervorragende Gründe. Und auf einmal, von heute auf morgen, ziehen wir in diesen Krieg, der mit seinen unzähligen Bombenangriffen bereits Zehntausende Opfer gefordert hat, weil plötzlich einige Opfer aus dem Westen stammen. Weil die Gewalt in einer terroristischen Logik inszeniert wird. Es ist das erste Mal, dass das Wort Terrorist treffend verwendet wird, weil ein Opfer langsam vor laufender Kamera getötet wird. Und da reagieren wir. Und da werfen wir unsere Gründe, nicht zu intervenieren, über den Haufen und nehmen an diesem schrecklichen Konflikt teil, aber im falschen Lager. Komm. Wann auch immer Sie einen großen Pool an arbeitslosen jungen Männern haben, haben Sie potenziell ein Sicherheitsproblem. Das ist jetzt nicht ein Phänomen von 2015. Das hatten Sie in der Weimarer Republik. Das hatten Sie auch in Lateinamerika, das haben Sie in Afrika. Also wo junge Männer nichts zu tun haben, in großer Zahl, also es gibt eine statistische Korrelation, wo sie 35% Arbeitslosigkeit haben unter Menschen unter 30 Jahren, haben sie eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, terroristische Attentate zu sehen. Das ist ein globales Phänomen. Und ich fürchte, wir müssen diese Diskussion ein bisschen aus dem europäischen, muslimischen Kontext rausnehmen, die kulturelle Dimension weglassen und einfach mal nur die wirtschaftlichen Fakten anschauen. Dann können wir das Thema auch ein bisschen emotionsloser diskutieren, ohne in diese ideologische Falle zu tappen. Denn genau dann gehen wir den Islamisten auf den Leim. Wenn wir denken, diese jungen Leute gehen, weil sie keinen guten Job haben und wenn sie einen guten Job gehabt hätten, wären sie nicht gegangen, dann vernachlässigen wir die politische Dimension dieser Erklärung und das ist allgemein verbreitet. Einige meiner Kollegen sagen, die Motivation dieser jungen Leute muss entislamisiert werden. Damit bin ich einverstanden. Das ist keine religiöse Erklärung. Wir müssen resozialisieren, wir müssen sagen, dass diese jungen Leute in gesellschaftlichen Randgruppen leben, aber wir dürfen diese Diskussion nicht entpolitisieren.
Eines der Probleme in unserem Verständnis dieses Konflikts ist, dass wir diesen Krieg nur mit europäischen Augen sehen wollen, weil die Attentäter genau wie wir europäisch sind. Wir konzentrieren uns auf die Opfer, die bei uns durch Kalaschnikows sterben, und auf die, die mit Kalaschnikows töten. Für mich ein enormer methodologischer Fehler. Wir blicken nicht 4000 Kilometer weiter, ein paar Mausklicks weiter, dorthin, wo Menschen durch Luftangriffe ermordet werden, durch Drohnen. Wir reduzieren diese Konfrontation und deren Erklärung oder Rechtfertigung auf Leute, die mit Kugeln auf Karikaturisten zielen. Und das ist eine grundlegende Fehlinterpretation. Wir leben in einer globalisierten Welt. Wir müssen diese Krise in ihrem politischen Ausmaß betrachten, denn sie steht in engem Zusammenhang damit, wie die westlichen Länder in dieser Region der muslimischen Welt intervenieren. Variable Geometrie. Radikalisierung. Orient. Okzident. Geteilte Verantwortung. Entradikalisierung. Mir wurde vorgeschlagen, an einem Entradikalisierungsseminar teilzunehmen. Erzieherische Maßnahmen sozusagen. Ich habe gesagt, ja, gern. Aber in den Reihen der Entradikalisierung möchte ich auch führende französische Politiker sehen. Ich werde mich um sie kümmern. Für die Dschihadisten können sie andere nehmen. Aber ich wünsche mir eine Fortbildung für europäische Spitzenpolitiker mit dem Ziel einer wirksamen Entradikalisierung. Die kulturelle Antwort auf das Problem Terrorismus stammt aus den Vereinigten Staaten. Eine kulturalistische Antwort. Sie haben nicht gesagt, wir müssen unsere Kultur ändern. Nein, sie haben mit dem Finger auf die Kultur der anderen gezeigt und gesagt, deren Kultur muss geändert werden. Das ist eine andere Art, die Krise zu entpolitisieren. Und wenn man entpolitisiert, wenn man überideologisiert, dann überträgt man dem, der sich auflehnt, die gesamte Verantwortung für einen Konflikt. Doch wir sollten unsere Verantwortung nicht leugnen, denn wir tragen einen Teil dieser Verantwortung. Man kann viel kritisieren an der Außenpolitik, aber die EU versucht ja immer wieder, dass unser Modell, nämlich wirtschaftliche Integration und politische Integration, langfristig das ist, was Stabilität für einen sehr großen Raum geschaffen hat. Wenn EU-Entscheidungsträger mit arabischen Entscheidungsträgern treffen, sagen sie immer wieder, ihr müsst euch wirtschaftlich besser integrieren im arabischen Raum. Innerarabische Exporte machen 3% aus. In Europa zum Beispiel sind es 65%. Also 65% des Handels, der in Europa stattfindet, findet innerhalb des europäischen Raums statt. Das heißt, Europa handelt vor allem mit sich selbst. Die Araber handeln mit allen außer mit sich selbst. Ich glaube schon, dass integrative Geopolitik, also Europa als Block und der arabische Raum als Block, dass das zielführend ist. Es wäre wirklich schade, wenn wir den Terroristen dieses wunderbare Geschenk machen würden, indem wir unsere Anstrengungen, nationale Grenzen zu überwinden, zunichte machen. Indem wir sagen, wir müssen uns verteidigen, daher kehren wir zu einer nationalen Identität zurück und morgen zu einer regionalen oder lokalen Identität. Wir müssen uns verteidigen, das ist legitim. Aber warum tun wir das nicht gemeinsam? Europa macht uns stärker. Wir haben eine Aufgabe in Sachen Sicherheit. Eventuell auch die Mission einer Intervention außerhalb unserer Grenzen. Und die sehe ich eher auf europäischer Ebene als auf nationaler oder gar potenziell nationalistischer Ebene. Der 11. September 2001 brachte eine radikale Wende in der Sicherheitspolitik mit sich. Zwischen 2001 und 2014 sind die Sicherheitsausgaben an französischen Flughäfen von 140 Millionen auf mehr als 800 Millionen Euro jährlich gestiegen. Ein Röntgenscanner kostet zum Beispiel 150.000 Euro. Diese Ausgaben werden hauptsächlich über Flughafengebühren finanziert und die bezahlen die Passagiere. Die Auflagen, die Cockpits mit gepanzerten Türen auszustatten, haben die europäischen Fluggesellschaften 2002 eine Milliarde Euro gekostet. Mit der steigenden terroristischen Bedrohung nimmt auch die Anzahl der Überwachungskameras explosionsartig zu. Weltmeister ist das Vereinigte Königreich mit 6 Millionen Kameras 2013, was einer Kamera auf 11 Einwohner entspricht. In Frankreich gibt es mehr als 1 Million, eine auf 66 Einwohner. In Deutschland sind Kameras nur an als gefährdet eingestuften Orten erlaubt. Deren Anzahl ist nicht bekannt.
In der aktuellen Situation ist es halt so, dass die Sicherheit immer wieder die Debatte quasi entführt. Angst ist etwas, was viele Politiker natürlich umtreibt, denn schließlich haben sie die Verantwortung für unsere Sicherheit. Und wer möchte abends im Bett liegen und wissen, dass, wenn er eine falsche Entscheidung trifft, dass dann vielleicht mehrere tausend Menschen sterben. Das heißt, im Falle eines Falles werden Politiker natürlich immer die Sicherheit ihrer Bevölkerung über andere Erwägungen bevorzugen. Aber genau deshalb ist es vielleicht interessant, Außenpolitik auf europäischer Ebene zu machen. Weil dann plötzlich legt man seine 28 Analysen nebeneinander und sagt, sind wir uns alle einer Meinung? Und sie werden überrascht, was für unterschiedliche Meinungen es da gibt unter den 28. Und wie, glaube ich, durch den Austausch die Realpolitik eine andere Dimension bekommt. Natürlich machen europäische Staaten auf nationaler Ebene oft eine andere Außenpolitik, als sie das dann im Kollektiv der 28 machen. Aber ich glaube, insgesamt ist es doch ein Prozess, der im Werden ist. Und ich würde nicht sagen, dass die EU keine Realpolitik macht, aber sie hat einen längeren Atem und sie schaut nicht auf die nächsten 3 Jahre, nicht auf den nächsten Wahlzyklus, sondern schaut aufs nächste Jahrzehnt. Der französische Liedermacher Guy Béard übertreibt natürlich. Denn die Meinungsfreiheit wird durch die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 geschützt und durch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948, die 1950 durch die Europäische Konvention der Menschenrechte bestätigt und ergänzt wurde. Deren Artikel 10 garantiert das Recht auf freie Meinungsäußerung, beinhaltet aber auch Verantwortung und Pflichten. Frankreich ist eines der vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte meist verurteilten EU-Länder für Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Frankreich weigert sich hingegen, Blasphemie als Verbrechen einzustufen, wie es in Elsass-Lothringen seit dem Konkordat von 1801 noch immer Gesetz ist. Ein politischer Wille, den die Karikaturisten des Satiremagazins Charlie mit dem Leben bezahlten. Ich hatte einmal eine sehr enge Beziehung zu Charlie. Für mich nimmt Charlie eine genauso tragische Wende wie die Anschläge vom 11. September. Das Recht auf freie Meinungsäußerung, ein Recht, für das ich fast bereit bin zu sterben, wird seines eigentlichen Sinnes beraubt. Denn dieses Recht verwandelt sich in einen Freibrief für Erniedrigungen, für Beschimpfungen, für Provokationen. Das ist für mich der Grund, dass ich mich von dieser Satirezeitschrift distanziert einen klaren Bruch vollzogen habe. Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist selektiv geworden. Die Fassade der Überschreitung bei Charlie war, wir machen uns über die Religion der anderen lustig. Aber so war das nicht. Sie nahmen einen Teil der französischen Bevölkerung zur Zielscheibe, eine Bevölkerungsgruppe, die schon sehr anfällig ist und geächtet wird. Sie machten sich nicht über die Stärksten lustig. Sie beleidigten, erniedrigten die Schwachen mit Zeichnungen, die die meisten der Zuschauer vermutlich gar nicht kennen. Da wurden gewisse Grenzen überschritten und ich empfinde das Bedürfnis, mich davon zu distanzieren. Das Problem für Charlie Hebdo ist, dass er natürlich die Speerspitze ist in dieser Speerspitze war in dieser Auseinandersetzung, genau wie die Magazine auch in Dänemark, dass es am Ende nicht um diese geht. Sie sind Symbole und sie werden wegen ihrer Symbolhaftigkeit angegriffen. Worum es den Attentätern geht, ist ja nicht spezifisch Charlie Hebdo und seine Publikationen, sondern eher wie allgemein dann mit Muslimen in Europa umgegangen wird. Ich bin natürlich dagegen, dass Autozensur betrieben wird die Satire ist frei und sollte auch bleiben. Aber die Debatte wird ja momentan nicht in Bezug auf die Satire geführt, sondern in Bezug auf Politik. Und da sind wir jetzt in einer anderen Dimension. Und wenn wir darüber sprechen, dass rechtsradikale Parteien in Europa sagen, eine Meinung haben dürfen und sagen dürfen, was sie wollen, reden wir plötzlich von etwas anderem als von Zeichnungen oder Artikeln, die ganz klar satirisch gemeint sind. Thank you.
Wir müssen akzeptieren, dass ein guter Muslim nicht nur ein Muslim ist, der in Deutschland zur Gebetszeit ein Bier trinken geht oder ein Pastis in Südfrankreich. Ein guter Muslim kann sehr wohl beten gehen und sich nicht bei einem Glas Alkohol sozialisieren wollen. Das anzuerkennen, damit tun sich viele in Europa schwer. Ich denke, das wird sich ändern, da bin ich relativ zuversichtlich. Die Globalisierung bringt oft auf brutale Weise Gesellschaften miteinander in Kontakt, die in einer traditionellen Art der Kommunikation nichts miteinander zu tun hatten. Man muss begreifen, dass zeitliche Hürden gefallen sind. Das ist ein wenig so, wie wenn in Portugal, in Polen oder Italien in den 1940ern Pornobilder der Jungfrau Maria veröffentlicht worden wären. Oder selbst in Frankreich in den 1950ern. Diese zeitliche, historische Verschiebung zwischen Kulturen wird durch das Internet, die Globalisierung, aufgehoben. Der Provokationskoeffizient einer Karikatur in Paris wird am anderen Ende der Welt verzehn- oder verhundertfacht. Das ist ein wichtiger Aspekt des Problems. Hier zitiere ich Spider-Man, Spider-Mans Vater: Mit großer Freiheit kommt große Verantwortung. Freiheit bedeutet immer auch, dass man verantwortlich damit umgeht und dass man sich den Konsequenzen dessen, was man tut, bewusst ist. Damit sage ich nicht, Charlie Hebdo hat kein Recht, diese Karikaturen zu veröffentlichen. Aber ich sage schon, dass auf gesellschaftlicher Ebene, wenn wir so in totalitären Strukturen denken und sagen, nein, ich habe das Recht, dann habe ich nicht nur das Recht, ich habe auch eine Verantwortung. Und ich muss mir schon klar sein, dass das, was ich tue, oft Konsequenzen hat für andere. Das rechtfertigt natürlich nicht Attentate oder Terrorismus oder in irgendeiner Form. Aber wenn wir diese Debatte auf gesellschaftlicher Ebene führen, dann müssen wir uns dessen klar sein. Freiheit ist nie umsonst. Laut Zahlen von Reporter ohne Grenzen ist Finnland auch in diesem Jahr Weltmeister in Sachen Pressefreiheit. Deutschland belegt Platz 14, Frankreich Platz 39. In Frankreich empfinden 78% der Bevölkerung, dass die Meinungsfreiheit nach den Anschlägen gegen Charlie Hebdo bedroht ist. Die Meinungsfreiheit steht oft in Zusammenhang mit Konflikten. Auf den letzten Plätzen der Rangliste befinden sich Syrien, der Libanon, Irak und Iran. Selbst in sogenannten Rechtsstaaten wie in den USA, Großbritannien oder Frankreich geht die Meinungsfreiheit zurück. Wie auch der Quellenschutz für Journalisten im Namen der Sicherheit gegen Terrorismus. Vielleicht haben wir in Europa nicht nur so sehr eine Wirtschaftskrise, sondern auch eine Krise der Ideologien, eine Krise der politischen Visionen. Wir haben ein fantastisches Ziel erreicht. Wir haben Frieden seit 60, 70 Jahren, wirtschaftlichen Wohlstand und eben vor allem diese fantastische Illusion, die ja auch die Amerikaner übrigens nicht haben, die Illusion des Friedens und der Sicherheit über die nächsten Jahrzehnte hinweg, dass wir vielleicht einfach nicht mehr wissen, wofür das jetzt alles gut ist. Das heißt, ich glaube, so auf rein emotionaler Ebene sind wir weniger optimistisch, obwohl wir es eigentlich sein sollten. Für den arabischen Raum glaube ich, dass die Demokratisierung in Gang gesetzt ist. Dass es in manchen Staaten Rückschritt erlitten hat, heißt nicht, dass es nicht noch passieren wird. Aber wann das passieren wird, ob im nächsten Jahrzehnt oder darüber hinaus, kann ich auch nicht sagen. Ich mache mir Sorgen, wie und ob die westlichen Länder es schaffen werden, diese historische Phase unserer Vorherrschaft zu überwinden. Akzeptieren, uns gleichzustellen mit den Ländern dieser Welt, das ist keine einfache Aufgabe und ich habe aktuell nicht den Eindruck, dass wir uns über das Ausmaß dieser Herausforderung bewusst sind. Ultimativ bin ich optimistisch und ich glaube, in dieser ganzen Katastrophenrhetorik, die wir momentan haben, man darf nicht vergessen, wenn man mal einen Schritt zurück macht und anschaut die Statistiken der Vereinten Nationen, wo war die Welt vor 20 Jahren, vor 30 Jahren? Wie viel hat sich getan in Sachen Alphabetisierung, Kindersterblichkeit, Zahlen von Konflikten? Überall auf der Welt geht die Zahl der Konflikte runter, auch wenn wir das Gefühl haben, direkt neben uns kracht's. Das heißt, ich glaube schon, dass wir auf einem besseren Weg sind. Aber natürlich, das kommt nicht in die Presse. Niemand schreit morgens: Habt ihr festgestellt, dass es vor 20 Jahren alles schlimmer war als heute, weil das Gefühl ist einfach ein anderes. Sicherheit, Sécurité, Demokratie, Demokratie, die sozioökonomische Dimension, la dimension socio-économique, Optimist, optimistisch. La machine
Wir können den Terrorismus bekämpfen, ihn zerstören. Das Wort, das niemand aussprechen will, ist Teilen. Unsere Herausforderung in den Turbulenzen unserer Zeit ist, dass wir einen Neuausgleich der wirtschaftlichen und politischen Ressourcen akzeptieren müssen. Und wir müssen auch das Gleichgewicht zwischen den Medien wiederherstellen. Was passiert, wenn Sie nur noch Ihre eigene Stimme hören oder die Stimme desjenigen, in den Sie Ihr Vertrauen gelegt haben? Sie werden von einer heimtückischen Krankheit befallen, die man als eine Art Autismus bezeichnen kann. Wir könnten die beste Sendezeit in den großen Medien ein bisschen liberaler verteilen. Dann hätten wir schon einen bedeutenden Teil der Antwort auf diesen Dschihadismus, der uns heute monopolisiert. Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent. Pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Square verabschiedet sich für heute. Vergessen Sie jetzt den Terrorismus. Machen Sie den Kopf frei für Frühlingsgefühle.